Barriman will be here soon. Yep. Come back quickly. Yep. I have the documents. I'm almost there. Jo Leute, willkommen zurück zu Styx Master of Shadows. Ja, wir haben letztes Mal die Dokumente gesammelt. Und wir wollen die jetzt zu dem Botschafter bringen. Tja, aber dazu müssen wir an den ganzen Wachen vorbei. Und wie machen wir das am besten? Am besten ungesehen. Irgendwie hintenrum vielleicht. Tja, machen wir mal das Licht aus. Wo kommen auch die ganzen Wachen her jetzt? So. Hier? Au, au, au. Oh, da ist ein Blechmann. Ach, wie schalten wir den jetzt wieder aus? Vielleicht gibt es auch einen anderen Weg. Ey, was macht der da? Moonwalk oder was? Leute, Leute, Leute. Wo? Oh, verdammt viele Wachen hier. So. Wie kommen wir jetzt da hoch? Könnten das Essen vergiften von den Wachen? Oder kommen die jetzt hier lang? Nee. Oder wir müssen halt trotzdem an den Dosenmann da oben vorbei. Ach, es sind zwei. Kommt der jetzt hier runter oder was? Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ja, wie machen wir das jetzt? Das ist wieder eine dieser Folgen, ne? Wo nichts weitergeht. Ah, da hinten ist ja noch einer. Hm. Schnell, 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 schnell. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Ah, ah ja. Okay. Okay. Oh je. Ist wieder so ein Kletterpart. Schnell speichern. Bevor ich das wieder verkacke. Ach, wir müssen darüber. Und dann da hoch. Oder? Hier lang. Jetzt wäre gleich hier lang. Oh. What was that? Hoppla. What's going on here? Du schneller, schnell, weg, 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 weg. Und drauf da, komm. Ja. Jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt müssen wir hier über die Balkons oder wie man die Dinger nennt. Balkone. Zierdinger. Müssen wir hier rüber? Oh, ist viel zu weit. Das schaffe ich doch nicht, oder? So, doch. Okay. Das gleiche gleich nochmal. Das erinnert mich jetzt irgendwie an Prince of Persia. Ich weiß nicht. Ich hab das schon mal. Ach, ich kann nicht sprechen. So ein schon mal gespielt. So ein Prince of Persia Spiel. Gibt's auch oft genau diese Kletter-Dinge. Oder Assassin's Creed. Obwohl bei Assassin's Creed finde ich es irgendwie besser umgesetzt. Erstmal speichern. Jo.
Oh, wieder auf. Wie hat der das nicht gesehen da unten? Naja. Ach, da schläft wieder ein Ogre, oder? Oder Ork halt. Warum sage ich immer Ogre? Also ich muss da jetzt einen Klon vorschicken, oder wie? Runter, runter. Stop. Access is prohibited to elves. You shall not pass. We are accompanying the ambassador. It's all right. He's not gonna get lost. You'll wait for him there, quietly. Anscheinend sind hier auch noch andere Elfen. Eine gute Frage, ob es jetzt der neue Gegnertyp wird, denn der andere Elf hat ja gemeint. Also. Jetzt darf ich keinen mehr töten, oder was? Ja, was ich sagen wollte, ja. Kann sein, dass die Elfen jetzt ein neuer Gegnertyp werden, oder wie? Oh. Wie hat der das nicht bemerkt? Naja. Da unten stehen die Elfen. Ah, ich hoffe, dass man nicht gegen die kämpfen muss dann. Weil der eine Elf meinte ja, die sind dann nicht unbedingt freundlich gesinnt. Nur weil er das gerade ist. Die restliche Elfenschaft ist nicht so mein Freund. Tja. Da hinten müsste er sein jetzt. Oh. Dich habe ich ja gar nicht bemerkt. Außenrum kam er auch nicht. Nee. Ja, gleich wird mich einer schnappen hier. Das. Sei vorsichtig, keinen töten und nicht entdeckt werden, ja. Das ist klar. Keinen töten, das ist halt schon blöd, ne? Oh, da hab ich gesehen. Der Kronleuchter. Mit dem könnte man zumindest ein Ablenkungsmanöver machen. Man müsste man halt irgendwie mit einem Wurfmesser kriegen. Jo. Ich würde den halt so gern töten jetzt. Der bietet sich halt an. Aber ich darf nicht. So, was machen wir jetzt? Wir müssen darüber. Wenn ich den Kronleuchter runterfallen lasse, dann gucken die erstmal alle dahin. Und dann könnte ich hinten rumsneaken. Speichern wir erstmal. Dann gucken wir mal, was das jetzt, wie es jetzt funktioniert. So. Ja, sei vorsichtig, ich weiß. Ja, gut. Ich habe jetzt eine Idee. Ich gehe jetzt raus. Dann mache ich einen Klon. Den schicke ich rein. Und dann. Ich hoffe, dass der Klon das kann.
Wenn der Klon die abgelenkt hat, dann schleiche ich hinten rum. Oh, oh. So, auf gleich. So weit geht's ja mal. Nein, nein, da ist nichts, da ist nichts. Ah, gut. Hat er mich jetzt gesehen? Der geht auf meinen Körper zu. Ach, Gott sei Dank. Gut, er hat keinen gesehen. Ja, das soll jetzt wieder reinkommen. Aber der steht jetzt genau bei mir, bei meinem Körper. Ja. So. Dann würde ich sagen, Feuer frei. Wir wechseln. Und erstmal speichern. Vorbei sneaken. Aber nicht ohne Harz. Harz 4. So, jetzt. Ja, ja, der Kronleuchter ist defekt gewesen. Den muss man jetzt reparieren. Perfekt. Ach, gut. Ja. Here are the documents as agreed. But you should take a look at this. It was meant for Aaron. Let me see. What? It's a fake. A fake document signed by me, ordering all the elves to attack this night. If other fakes such as this reach Aaron, war is guaranteed. The excuse that he was lacking to commit a massacre. Obviously, Styx is behind this. It is urgent that I speak to Barriman. Hide in this closet. He must not see you. Okay. Welcome, dear friend. I'm happy to be able to clear up some matters with you. Have you heard about the creatures who invaded our jails? Have you any idea of their origin? You see, there are rumors that the elves... Governor, I must discuss certain problems with you without delay. I have got wind of a conspiracy that involves... Oh! Styx! Oh! No! Either I help the elf by making a diversion and we take off by air, or I get out of the embassy and go straight to the docks. Anyway, I have to find Querberus before Styx does. Jo, das ist nicht so gut gelaufen, aber ich würde sagen, das gucken wir uns in der nächsten Folge an, Freunde. Danke fürs Reingucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss.